Saudische Mega-Projekt NEOM kann anscheinend nicht mit den bestehenden staatlichen Fluggesellschaften betrieben werden. Daher bekommt Saudi-Arabien eine Fluggesellschaft in der dritten Stadt für mehrere Milliarden Dollar aus dem Boden. September 2022 hat Saudia das Logo von NEOM in ihre Flugzeuge gesteckt. In diesem Namen wird es bald eine separate Fluggesellschaft geben. Jean-Claude Remy, Redakteur Wirtschaft, wer braucht 3 staatliche Fluggesellschaften? Natürlich Saudi-Arabien. Im Rahmen seiner Vision 2030 investiert das Land über den Golf Milliarden für die Umwandlung seiner Wirtschaft vom Öl in neue Einkommensquellen. Der Tourismus spielt in diesem Bereich eine zentrale Rolle. Erst vor ein paar Tagen kündigte Crown Prince Mohammed bin Salman die Stiftung einer zweiten staatlichen Fluggesellschaft namens Riyadh Air an. Dies ergänzt vorhandene Saudia-Fluggesellschaften, die unter anderem Zürich und Geneva fliegt. Am Ende von 2024 wird eine saudische Fluggesellschaft erneut mit NEOM Airlines erstellt. 4 Flughäfen für die neue geplante Region. Der Name bezieht sich auf die Planstadt Naya, das neue Tourismusziel im Nordwesten des Landes. Dessen Bau 500 Milliarden US-Flughafen ist seit 2019 in Betrieb, aber ein bestehender militärischer Flugplatz wurde gewürzt. Soweit waren nur saudische Ziele und Dubai und London auf dem Flugplan, der von Saudia bedient wurde. Aber die Fluggesellschaften von Naya werden in Zukunft Touristen aus aller Welt zu Naya fördern. Im Projekt steht, deren Gebiet der Hälfte Schweiz entspricht, sind 3 weitere Flughäfen geplant. Da bis 2030 zu stehen. Nur das Beste der Besten ist nicht ganz klar, warum NEOM eine eigene Fluggesellschaft braucht. Der Bau einer Fluggesellschaft ist teuer. Ab 2026 plant Naya Airlines, sich spätestens auf neue und eigene Flugzeuge zu verlassen. Es gibt auch Marketing, Personal und Betriebskosten. Arabien, es wird keine Anstrengungen erspart, um die Vorherrschaft im Flughimmel zu erreichen. Der Flughafen, der ab 2050 jährlich mit 185 Millionen Passagieren zu tun hat. Bisher ist wenig über NEOM Airlines bekannt. Allgemeine Orte in der Erklärung: Catering lokaler Hersteller, nachhaltige Materialien im Flugzeug, ebenso viel Verwendung von organischen Brennstoffen, der neuesten Technologie und 6G. WLAN an Bord. Ist das genug, um die aktuellen Top-Hunde-Emirate, Etihad und Qatar Airways zu unterdrücken?